Ja, hallo, hier ist er denn von den Vorspielern. Heute bin ich solo unterwegs, denn ich habe mir gedacht, ich habe ein bisschen Urlaub und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich hart auf das Swarm geletsplayt und ja, Wings of Liberty muss natürlich dann auch geletsplayt werden von den Vorspielern und ich fange jetzt heute mal allein an. Und wenn ihr das jetzt hört, dann ist wahrscheinlich schon die Serie abgeschlossen. Also dann, weil ich habe vor, das alles zu let's playen in einem Rutsch und dann erst zu veröffentlichen. Vielleicht sind auch noch ein paar Leute dann immer mal mit dabei zwischendrin, der Jules oder andere Special Guests, aber hauptsächlich werde ich wahrscheinlich alleine machen. Und ja, fangen wir mal bei Wings of Liberty an und beginnen eine neue Kampagne auf schwer. Das kann man ja immer noch mal anpassen, falls ich nicht durchkommen sollte, aber eigentlich müsste es klappen. Obwohl ich jetzt nicht mehr so im Training bin. Habe jetzt länger nicht mehr gespielt und habe einfach wieder richtig Lust auf StarCraft und das mache ich jetzt auch. Und ich würde sagen, Es los heißt, geht's. ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. Bis man ihm seine Freiheit nimmt. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Begleitet sie. Diese Rüstung wird ihre neue Zelle. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit. Wartet. Verdammt, wurde aber auch Zeit. Ja, und so beginnt es. Wie immer spreche ich nicht in die Intros rein, weil ich das scheiße finde. Ich will halt immer die coole Stimmung rüberbringen, die halt hier in diesem Spiel oder in diesen Spielen generell vorherrscht. Deswegen volle Konzentration auf das Spiel, denn das Spiel ist eigentlich derjenige,
der in diesem Moment wichtig ist. Weitere Nachrichten. Imperator Arcturus Beck spielt heute eine Pressekonferenz in Gedenken an das Ende des sogenannten Brood War vor 4 Jahren ab. Unsere Korrespondentin Kate Lockwell war live vor Ort. Imperator, die Gefahr durch eine Invasion der Zerg besteht nach wie vor. Doch anstatt unsere Streitkräfte zu vergrößern, wenden sie Billionen dafür auf, abgehalfterte Rebellen wie Jim Rayner zu jagen. Jim Rayner stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar. Er ist ein stufenloser, gesetzloser Rebell. Darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Wir, eine Bande von Halsabschneidern, haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet. Dieser Kriminelle wird seine gerechte Strafe erhalten. Sehr bald. Ich bin noch lange nicht fertig mit dir, du mieser Drecksau. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten Ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Gut. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Ja, und da ist auch schon der Hauptprotagonist, neben Tykes, den man ganz am Anfang gesehen hat. Das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. Ja, also der Soldat oder der Kriminelle, der am Anfang in diesen Kampfsuit gesteckt worden ist, das ist Tykes und der wird auch noch eine Rolle spielen und der junge Mann, der gerade dem Fernseher seine Meinung gezeigt hat mit der Pistole, das ist Jim Rayner, das ist der Hauptdarsteller und den begleiten wir jetzt auf seinem Streifzug gegen Mengsk. Der Arcturus Mengsk ist ein Diktator, der im ersten Teil an die Macht gekommen ist und mit zwielichtigen Mitteln und dabei auch Kerrigan geopfert hat. Und wer das noch nicht weiß, der soll einfach mal ganz kurz die Vorberichterstattung zu StarCraft 1 und Brood War lesen. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber es dreht sich halt hauptsächlich um Tykes, den Jim Rayner, Kerrigan und erstmal Arcturus Mengsk. Ja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und wir kommen jetzt zur ersten Mission. Adjutant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Deathwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Backwater Station gegen die Liga sind, aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, längst sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen! Ja. Aber meine erste Mission auf schwer, also selbst die Tutorial-Missionen, wenn man da sich verdaddelt, dann kann man es gleich nochmal neu machen. Aber das würde ich wäre schon hinkriegen. Da gibt es ja auch immer eine Menge Achievements, die man halt irgendwie sammeln, alles innerhalb von 5 Minuten abschließen oder kein Zivilist darf sterben und sonstige Geschichten. Das werde ich nicht verfolgen, weil ich nicht so ein Freund von Achievements bin. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. Also effektiv sind mir Achievements egal. Also ich jage ihnen nicht nach, wenn ich so ein paar Ringe nebenbei. Ich höre. Ist das schon ganz gut. Dann schauen wir mal. Wir sollen halt jetzt. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Passt auf eure Arsche auf. Ja. Bewegung! Wir sollen halt hier jetzt erstmal ein bisschen aufräumen auf diesen. Ja, Minenplanet oder was? Du musst nicht diese Straße lang. Gehorsamkeit ist Sicherheit. Oh je. Yeah. Na gut. Ja, ich versuche halt schon so ein bisschen bewache deinen Nachbarn.
Ja, überwache deinen Nächsten. So. Schalten wir es hier. Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unseren Fortschritt nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holoboards wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Ja, die Dinger bewaffnen. Die sind da. Nur wegen diesen Dingern sind die hier. Ich kann Max die Sage nicht mehr sehen. Jag das Ding hoch! Du kannst auf mich treffen. So. Also ich schicke meine Truppen nur mit T rum, also mit Angriffslauf. Weil ich keine Lust habe, hier nur die Deutsche zu verlieren. Meine Familie! Meine Nachbarn! Ja. Das sieht langsam richtig übel aus. Ja, also mit Therum, dass die gleich angreifen, wenn sie in Reichweite sind. Und ich versuche auch hier ein bisschen. Soldaten zu retten. Wenn mir das möglich ist. So, arbeitet hart, zeigt stolz, wir alle müssen Ruhm der Liga, für den Ruhm der Liga Opfer bringen. Na gut. Eure Freiheit muss geschützt bleiben. Das hat richtig geil gemacht, also hier auch diese Details, also möchte ich euch auch bitten. Oh, das ist gar nicht gut. Mal auf diese Details zu achten, wenn, auch wenn ich es manchmal nicht so sehe. Hier dieser Erschießungsplatz mit diesem Holo. Mit diesem Holo-Deck, sage ich jetzt mal, mit diesem Holo-Propagandamaterial und hier diese ganzen Details, diese Stadt, die einfach im Ausnahmezustand ist. Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Oh, wieder Worte. Das riecht nach Ärger. Da will einer abhauen. Schießen auf Zivilisten. Bewegung. Klingt gut. Na gut, dann wollen wir mal sehen, dass wir die Zivilisten rauskriegen. Was ist los? Du kannst auf mich. So. Stim kann ich noch nicht mehr. Ganze Menge, wofür Max gezahlt muss. Danke, Rainer. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Weiter vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Ich stelle mir die Verletzten nach hinten, dass die erst auf die schießen, die noch in Ordnung sind und die anderen Marshall nachziehen können. Raider, sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir helfen euch, Raiders. So habe ich eine Chance, dass die hier, die Gesunden, locker rauskommen aus der Nummer. Und die hier noch unterstützen können. Wir halten dir den Rücken frei, Rainer. Helfen wir ihnen noch. So, dann kann ich auf jeden Fall diese Gebäude einschließen. Ich glaube, das bringt noch mal was. Wenn ich das irgendwann machen kann, mach ich das. So, ja, hier waren jetzt nochmal zwei Vikings und noch so ein paar Truppen. Also, das war jetzt immer nicht spektakular. Das ist ja, wie gesagt, eine kleine Folge. Quasi unsere ersten Schritte auf dem Weg zur Revolution. Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir sie bekämpfen könnten. Aber wir können. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür. Denkt dran, Mengsk kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. Jo, und erste Mission abgeschlossen. Lief ganz gut. Aber damit sind wir natürlich noch nicht zufrieden. Immer ein dicker Kaffee dabei. Ja, nochmal hier Kerrigan, die Geliebte, sagen wir mal.
nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt. Lebenslänglich. Hat man dich wegen guter Führung rausgelassen? Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengs ist total scharf auf die Dinger. Aber ich hab da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60-40. 70-30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten. Jo, zwei Haudegen, die wissen, wie man verhandelt. Also, alienartige Fakte sollen es sein. Und jetzt sehen wir auch schon, wie so das alles aufgebaut ist. Wir können dann auch noch immer mit Leuten sprechen und Informationen einholen. Hier ist Donny Vermillion und wir senden live aus unserem Studio auf Korhal. Wir haben eine brandaktuelle Eilmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Masara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Rayner hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich nervös macht, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Naja, Donny, eigentlich scheinen die Leute durch diesen Vorfall frischen Mut... Danke, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Rayner terrorisiert Masaras Bevölkerung. Wir sind gleich zurück mit unserer Gesprächsrunde. Benutzen Ihre Kinder Stimpaks. Verbreite ruhig weiter deine Lügen, Kumpel. Ich habe gerade erst angefangen. Jo, sorry, dass hier die ganze Zeit irgendwelche Fenster aufpoppen. Das werde ich im nächsten Teil dann abgeschaltet haben. Aber weiter geht's hier. Was haben wir hier? Ein Bild von... Ah, die Pinnwand ist immer ganz Sieht interessant. Sieht aus, als wäre das noch nicht lange her gewesen. Warst du das, Jimmy? Die Leute in dieser Gegend sind bereit, sich gegen Mengsk zur Wehr zu setzen. Sie brauchten einfach nur einen kleinen Schubs. Du nimmst diese ganze Revolutionsnummer also immer noch ganz schön ernst. Jeder braucht ein Hobby, Tychus. Jo, Viva Revolution, und mit diesem Bild verabschiede ich mich aus dem Part 1 und wir sehen uns dann später wieder im nächsten Part. Macht's gut, ciao.